Вы смотрите видеоверсию подкаста «Episch Deutsch», предназначенного для носителей русского языка, изучающих немецкий. Каждый выпуск этого подкаста мы изучаем статьи немецкой конституции и разбираем самые важные понятия из них. Сегодня мы рассмотрим третью статью. Artikel 3. Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 3 sagt, Absatz 1, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Es gilt seit 1949 für alle, die in Deutschland leben. Gleichberechtigung bedeutet gleiche Rechte für alle Menschen. Egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist, jung oder alt, reich oder arm und auch welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion man hat. Verstöße gegen die Gleichberechtigung werden als Diskriminierung oder Privilegierung bezeichnet. Diskriminierung sagt man, wenn jemand zum Beispiel aufgrund seiner Herkunft oder Religion schlechter behandelt wird als andere. Wenn jemand aus den gleichen Gründen rechtlich bevorzugt wird, nennt man das Privilegierung. Verstöße aufgrund der Hautfarbe sind ein Ausdruck von Rassismus. Absatz 2. Frauen und Männer müssen die gleichen Rechte haben. Der Staat muss sich darum kümmern, dass die Nachteile für Frauen verschwinden. Zum Beispiel bei der Arbeit und bei der Bezahlung. Absatz 3. Das Gesetz garantiert: Menschen, die Deutsch sprechen, haben die gleichen Rechte wie Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Menschen, die in Deutschland geboren wurden, haben die gleichen Rechte wie Menschen, die woanders geboren wurden. Niemand darf besser oder schlechter behandelt werden wegen der Hautfarbe. Niemand darf besser oder schlechter behandelt werden wegen seinem Glauben. Niemand darf besser oder schlechter behandelt werden wegen seiner politischen Einstellung. Niemand darf schlechter behandelt werden wegen einer Behinderung. Все люди равны перед законом. Мужчины и женщины равноправны. Государство содействует действительному осуществлению равноправия женщин и мужчин и принимает меры для устранения существующих недостатков. Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение вследствие его пола, его происхождения, его расы, его языка, его места рождения и родства, его вероисповедания, его религиозных или политических воззрений. Никому не может быть причинен ущерб вследствие имеющихся у него недостатков.